Der Cancer Genome Atlas ist eine ursprünglich amerikanisch finanzierte Untersuchung, um möglichst viele verschiedene Tumorentitäten genomweit zu untersuchen, um so eine Art Landkarte von genomischen, proteomischen und anderen molekularen Veränderungen zu erstellen. Und es ist wichtig, um zu verstehen, was im Tumor vorgeht, um neue Therapien zu entwickeln, um Patienten besser stratifizieren zu können. Wir hatten ja die Chance, dass wir in München eine Finanzierung durch das BMBF hatten, die Exzellenzinitiative, wo wir bereits eine Biobank aufgebaut hatten, die M4-Biobank. Und im Rahmen dieser Biobank waren wir glücklich in Lage, Proben anbieten zu können, die wir prospektiv gesammelt hatten von Patienten mit verschiedenen Tumorerkrankungen und im konkreten Fall Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Beim Bauchspeicheldrüsenkrebs ist das Problem, dass es einen sehr geringen Tumorzellanteil gibt. Und hier ist auf Proben zurückgegriffen worden, wo es relativ viele Krebszellen in der Probe gibt. Zum Vergleich ist dann normale DNA, also die sogenannte Keimbahn-DNA, aus Blutproben isoliert worden. Und was man dann gemacht hat, man hat eben verglichen die Keimbahn-DNA mit den Mutationen im Tumor auf DNA-Ebene, auf RNA-Ebene und auch auf Proteinebene. Da sind verschiedene weitere sogenannte epigenetische Marker untersucht worden. Und hinterher ist dieser ganze Wust an Daten mithilfe von sehr ausgefuchsten bioinformatischen Verfahren übereinandergelegt worden, um eben die Patienten in verschiedene Subgruppen zu unterteilen, die dann wieder klinisch und für den Verlauf sehr wichtig sind. Also für ein strukturiertes Biobanking ist tatsächlich erforderlich, dass es einen Biobank-Ansprechpartner gibt, dass es eben nicht wie in früheren Zeiten ist, dass jeder Arzt, jeder Forscher seine eigenen Proben im stillen Kämmerlein sammelt. Und wenn der Arzt dann die Klinik verlässt oder die Ärztin, sind die Proben nicht mehr auffindbar, sind schlecht annotiert. Deswegen ist eine strukturierte Biobank, und wir haben ja in Deutschland und europaweit und weltweit Gott sei Dank Initiativen, die das koordinieren als zentralen Ansprechpartner, der das Ganze koordiniert und vergleichbar macht. Nur dann ist wirklich sichergestellt, dass auch klinisch was Sinnvolles rauskommt. Wenn man das macht, kann man tatsächlich mit den Proben die modernsten molekularen Verfahren einsetzen. Und das kommt letztendlich allen wieder zugute. Es gibt neue Therapien, neue Diagnoseverfahren. Und ein wichtiger Punkt ist auch, das spart auch tatsächlich Geld ein, wenn man das Ganze in einer strukturierten und ordentlichen und qualitätskontrollierten Form durchführt.